Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs in meinem in meinem Orion, verdammt nochmal, dem 1K. Dem K meine ich. Die 1 ist ja sowieso immer da. Ja, ich bin ein bisschen Matsch im Kopf, weil ich jetzt für die Ewigkeit versucht habe, ein Video mit meinem Hunchback 4SP aufzunehmen. Und da hat mir das Spiel immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte entweder immer diese unfassbaren Mega-Ruckler, wodurch ich dann vom Gegner doch sehr schnell und unbarmherzig auseinandergenommen wurde, weil ich einfach keine Kontrolle über meinen Mech hatte. Keine anständige zumindest. Oder aber ich blieb in der Map hängen und ich hatte dann leider nicht das Vergnügen, von meinem Gegner auseinandergeschossen zu werden, dass ich das Match einfach so schon mal verlassen konnte. Nö, ich stand dann einfach die ganze Zeit nur doof rum und es hat mich absolut jeder ignoriert. Jeder Gegner und auch mein Team auf die Anfrage, ob man mich eben rammen könnte mit einem schweren Mech. Weil dann wird man ja ein bisschen beiseite geschoben tatsächlich. Nee. Ich stand einfach dann nur die ganze Zeit rum. Ich habe sogar versucht, auch aus Frust auf meine Teammates zu schießen. Ach, und die ganze Zeit immer nur so ein Mist, so ein Bullshit, so purer, deprimierender Kram halt nur. Und ich hoffe, dass das Ganze jetzt ein bisschen besser läuft. Und zwar mit meinem kleinen Brawler hier. Mit 4 Medium-Lasern, einer AC-20 mit 4 Tonnen Munition und einem Short-Range Missile 4er sowie einem Short-Range Missile 6er. Mit 2 Tonnen Munition. Also schön was für den Nahkampf, schön was einfach fürs Draufholzen. Das dürfte eigentlich den Gegner kaputt und mich glücklich machen. Und ich hoffe auch, dass sich das Ganze hier so mehr oder weniger bewahrheitet. Weil ansonsten werde ich gerade, wenn das so weitergeht, dann kann ich wirklich, bis das behoben ist, keine Videos mehr rausbringen. Weil also meine Hardware schafft es problemlos, die Videos eigentlich an Start zu, also das Ganze so an Start zu bringen und so. Das hat bis zum letzten Patch ja auch wunderbar funktioniert, selbst mit jetzt voller HD-Auflösung. Und ja, seit dem letzten Patch ist echt wieder so viel im Argen. Es sind so viele Bugs wieder aufgetaucht, es geht auf keine Kuhhaut. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ob sich da irgendwelche falschen Dateien aus Versehen eingeschlichen haben oder so. Ich muss mal die Foren durchstöbern, ob die da vielleicht irgendwie ein Statement zu abgegeben haben. Aber das ist echt einfach fast unfassbar, wie schlecht spielbar das Spiel wieder ist. Also ich hatte eigentlich auch ein Video am Start mit meinem Hunchback 4SP, das, obwohl ich auch zerstört wurde, eigentlich ganz annehmbar war. Ey, jetzt läuft er natürlich so, dass er mir gleich im Schussfeld ist, ne? So, du kleines Frettchen. Ach klar, da stauben sie mir noch den Locust ab, den ich mir zusammengeschrien habe, zusammengeschossen habe. Und ich glaube, den meisten Damage habe ich tatsächlich von meinem Team bekommen. Gut, das dämpft die Aggression wieder ein wenig. Ja, und jetzt ruckelt es wieder. Nochmal gucken, wie lange es anhält. Immer noch nicht vorbei. Es ruckelt und ruckelt. Oh, jetzt geht es endlich wieder. Das gibt dem Gegner definitiv mehr als genug Zeit, meine Mech ordentlich auseinanderzuschrauben. Aber jetzt geh mir halt aus dem Weg, Alter, sonst bist du der Nächste, der meine AC-20 zu spüren bekommt. Ja, ich bin im Moment so angefressen und so weit, dass ich das machen würde. Sollte man nicht, aber... Ja, manchmal muss man auch einfach Arsch sein. Aus dem Weg. Leute, spring doch einfach runter, nicht so feige hier. Auf da. Ach fuck, über jetzt, ey. Die falsche Position dafür. Ich habe auch das Gefühl, dass es einige Teamkollegen gibt, die mir wirklich absichtlich so gut es geht im Weg herumlaufen. Ach scheiße, schon wieder. Aber ich sollte mich nicht so viel aufregen und mich mehr wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Also das eine Video mit meinem Hunchback 4SP, das war eigentlich auch fast... Wow. Ach verdammt, jetzt ist er auf einmal weg, ne? Wo würde ich denn jetzt... Oh, klar, nein! Jetzt kann ich hier nur doof rumstehen. Er ist da mit MGs am Start, Alter. Wenn der mich jetzt fokust, ne? Dann bin ich weg. Oh, puh, ey. Gibt es nicht. Wo stehe ich? In diesem hässlichen Rudel. Okay, ich gehe mal zu unserer Base zurück. Wobei da schon ein paar auf dem Weg sind. Ein Highlander, ein Locust ist was da.
scheint auch nur ein Gegner in unserer Basis zu sein, der ein Cabin ist. Ah, ich glaube, ich gehe dann doch mal hier mit dem großen Rudel mit, in der Hoffnung, dass ich richtig laufe. Also ihr seht halt hier schon teilweise diese Unspielbarkeit, wa? Ich hatte halt ein cooles Hunchback 4SP-Video am Start, also was auf jeden Fall mal wieder ordentlich den Damage rüberbringt, was dieser Mech erreichen kann und so. Aber da habe ich dann irgendwie doch zu viel geflucht, weil ich halt ja verkackt habe, aufgrund der Tatsache, dass ich wieder diese Giga-Ruckler hatte. Und dementsprechend ist das Video nicht mehr so ganz YouTube geeignet. Also es ist wirklich sehr viel Rumgefluche, viel zu viel Rumgefluche. Immerhin noch ein Assist abgestoppt, ein bisschen ordentlich Damage drauf gedrückt. Ich gucke jetzt einfach mal ganz forsch auf, wenn ich gleich auseinandergeschraubt werden sollte, ob ich hier noch den nächsten Gegner finde. In unserer Base ist ja theoretisch nur einer. Ja, die sind ja gleich da, zu viert insgesamt sogar. Stück für Stück, wenn sie da so Dröppier bei Dröppier eintreffen. Ach so, na toll, das ist alles. Die letzten beiden sitzen tatsächlich auf unserer Basis. Aber jetzt endlich, ey, anderer Mac und Instant läuft das Ganze hier wesentlich besser. Ich glaube, das Spiel hasst mich, wenn ich den Hunchback 4SP benutze. Das kann irgendwie einfach nicht angehen. Dass es ausgerechnet jetzt dann so problemlos alles fast funktioniert. Also klar, diese Giga-Ruckler waren wieder da, haben mir das Match wieder ein bisschen versaut. Es hätte besser laufen können. Aber das war jetzt alles nicht so hardcore-mäßig schlimm oder an den falschen Stellen wie mit dem Hunchback 4SP. Da hier ja noch eben einfach so zu Ende gespielt wird, laufe ich glaube einfach mal mit ohne Hard herum. Etwa ein bisschen Zoom rein geschmissen. Gucken wir uns die Landschaft an. Na gut, der Übergang ist nicht ganz so hübsch gewählt für die Lava. Das schaut nicht so ganz so gut aus. Aber hier Wracks, qualmende Wracks. Das ist doch auch ganz hübsch. Und zu Ende. Also den Link, den Bild findet ihr als Smurfy-Link in der Videobeschreibung. Denkt dran, Razer kommt tretet der Sex Games and Rock'n'Roll Gruppe bei. Oder der Gruppe Sex Games and Rock'n'Roll, also ohne Gruppe hinterher, weil es könnte ja zu Missverständnissen kommen. Checken wir einmal die Player-Stats. Da hatte ich mir in meinem Hunchback tatsächlich bessere Stats eigentlich in dem einen Video, aber das vielleicht veröffentliche ich das noch mit FSK 18 oder so. Weil das Video da, das Gefluche da, das ist nicht nett. Definitiv nicht. Sollte mich, glaube ich, noch nicht fluchen. Ich weiß nicht, ob ich euch diese Seite präsentieren sollte. Ja, Leute, ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken und ich glaube, für heute hänge ich den PC erstmal an den Nagel. Haut weg!